habe angefangen, Hüte zu machen. Ich habe am Theater die Ausbildung als Kostümschneiderin gemacht. Ich war dort immer derjenige, der auch irgendwie immer so extravagante Aufträge bearbeitet hat, die keiner machen wollte. Dann bin ich nach Augsburg. In Augsburg ist ja ein Staatstheater. Das heißt, die haben eine eigene Hutmacherin. Und die hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Das kann man jetzt irgendwie so spüren, dass man das hier sich noch mehr formt. Wenn der jetzt hier so fertig dann gezogen ist, dann lässt man den je nach Wetterlage 2 bis 3 Tage stehen zum Trocknen. Im Winter dauert es halt immer ein bisschen länger, bis er richtig dort getrocknet ist. Im Sommer geht es schneller, dass diese Oberfläche vom Filz auch schön trocknet. I'm gonna wipe your windshield, mein Prinzip ist, ich habe nicht meine Arbeit und mein Privatleben oder sonst was, für mich ist alles eins. Ich sage immer, weil für mich ist eigentlich auch Kleidung, und da gehört der Hut ja genauso dazu, das ist immer eine äußere Hülle von dem eigenen Ich, von der eigenen Persönlichkeit, und die ist ja total unterschiedlich. Jeder von uns ist individuell und hat auch da eine gewisse Verpflichtung, das nach außen hin. Das ist einerseits eine tolle Spielwiese, aber andererseits, viele Menschen nützen es gar nicht, weil das zu viel Freiheit bedeutet. Ich muss mir Gedanken machen, was trage ich, wie sehe ich aus, wer bin ich eigentlich. Weil diese Individualität bedeutet ja auch immer Statement für sich und sein eigenes Leben zu beziehen. Mein Style ist eine Variante von ganz vielen. Die Welt muss nicht so aussehen, wie ich das jetzt hier so mache. Da gibt es x Varianten, aber ich würde mich freuen, wenn es diese Varianten gäbe.